EV Elektrolyzer reinpacken. Auf gut Glück, dass hier einer reicht. Das muss man jetzt natürlich ausprobieren dann. Aber ich hoffe einfach, dass der eine reicht. Dass man hier nicht mehr zwei die ganze Zeit haben muss. Spart Platz. So. Weil der sollte halt einen Ticken schneller noch sein als die anderen beiden. Und die waren ja fast immer voll eigentlich. So, jetzt muss ich nur einmal checken, ob Maschine voll läuft. So, dann, der hier kann noch wieder weg. Der kann noch wieder weg. Pile. Also ich habe so viele verschiedene Piles hier. Eigentlich könnte ich die mal alle wegschneiden. Ja, nee, einen Teil brauche ich ja leider immer noch. So, aber tendenziell die... Ja, die benutzen hier, kann ich ja nicht rausschmeißen. Die werde ich nie wieder benutzen. Weil ich viel zu faul bin, die rauszusuchen jedes Mal. Okay, so, dann... Einmal Fluid Export, einmal Öl. So, und ein Fluid Storage Boss. Stimmt, Programm brauche ich auch noch. Ach ja, das kriege ich da ja nicht raus. Ja, das noch die billigsten. Programm 1. So. Dann müssen wir jetzt gucken, ob im Prinzip das Ding hier reicht. Ja, die kriegen hier schon mal nicht schnell genug Sachen ran. Warum auch immer, um ehrlich zu sein. Weil der eine reicht ja anscheinend. Ich verstehe irgendwie die Prioritäten nicht. Aber naja, muss ich glaube ich auch nicht. So, das läuft jetzt langsam voll. Das heißt, mit Glück... Da fehlt ein Kabel. Mit Glück reicht es noch aus. Ja, das ist komplett vollgelaufen. Nett. Ja. Das Problem ist, dass das halt Ewigkeiten dauert, wenn ich das jetzt hier per Hand versuche, klein zu kriegen. Ich will das jetzt aber auch ungern rausnehmen. Ja. Jetzt hängt es halt schon, also, nee. Ich lasse es einfach so laufen. Dann ist halt die Frage, ob es jetzt mehr oder weniger wird. Ich glaube aber tatsächlich, es tendiert dazu, weniger zu werden. Ja. Aber nur ganz minimal, glaube ich. Und wenn es jetzt wirklich nur minimal weniger wird, dann ist es egal. Dann läuft es halt nicht ganz auf 100%. Hydrogen. Okay, Benzene kommt dran, aber aus irgendwelchen Gründen Hydrogen nicht. Haben wir kein Hydrogen mehr? Doch auch irgendwo hier hergestellt. Hier wird Hydrogen, glaube ich, hergestellt. Oder? Oxygen lösche ich auf jeden Fall. Okay, so schnell konnte ich jetzt gar nicht gucken, aber... Ich würde sagen, hier wird Hydrogen hergestellt. Ist aber anscheinend mittlerweile auch eine Mangelware. Ja, hier ist halt alles Mangelware eigentlich. Ja, Chlorin ist anscheinend auch komplett Mangelware. Ja. Ja, gut. Jetzt mit dem mehr Öl muss man natürlich gucken. Weil wegen Backlog und so. Ja, es wird weniger. Aber ich würde ungern jetzt noch einen zweiten Elektrolyzer dafür aufstellen. Weil anscheinend hapert es ja eh überall und nirgends.
Von daher ist es eigentlich ja egal. Wenn man hier guckt, hier fehlt halt einfach Light Fuel die ganze Zeit. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, wir lassen es erstmal so laufen und beobachten einfach mal, ob es bis zum nächsten Mal vollgelaufen ist oder nicht. Ja. Weil wenn man jetzt hier guckt, da kommt natürlich ordentlich was an. Aber wir haben halt von allem gefühlt zu wenig mittlerweile. Weil, ja, wenn man hier guckt, hier fehlt gut Chlorin und Methane fehlt hier. Hier fehlt wieder Hydrogen. Weil das mittlerweile überall und nirgends verbraucht wird. Gut, bei denen könnte man auch mal überlegen, ob man die schnelleren benutzt. Beziehungsweise einen rausnimmt, weil Rutile ist gefühlt immer voll. Ja gut, das Poly irgendwas ist jetzt halt leer wieder. Und hier glaube ich irgendwo raus. Ja, hier würde es rauskommen. Gut, Phosphoric Acid ist wieder ziemlich am Schwanken. Ja gut, Propen ist eh nicht da. Ja. Also es sind hier viele Maschinen, die einfach nicht laufen. Weil uns halt irgendwas die ganze Zeit fehlt. Ah, die laufen immerhin noch. Und hat sich scheinbar hier auch noch nichts aufgehängt. Nee. Ja, dann würde ich sagen, wir lassen es erstmal so. Wir beobachten das mal ein bisschen. Weil ich sag mal, es ist ja schon ein bisschen schneller zumindest. Vorher ist das immer vollgelaufen. Wenn wir das, was da jetzt vollgelaufen ist, auch noch komplett mit verbrauchen, dann sollte es, glaube ich, gehen. Ja, irgendwann ist das hier dann auch mal fertig. Ah, hier wird Benzin hergestellt, okay. Ja gut, aber Steamcracked Light Fuel scheint nicht regelmäßig zu kommen. Das ist ein bisschen zu langsam teilweise noch. Ja, müssen wir einfach mal auf Dauer beobachten. Oder natürlich, wir nehmen wirklich den... diesen Distillation Tower. Weil da kann man ja als Beispiel auch... Okay. Wie macht man das? Propan und Hydrogen? Cracking Unit? Es gibt auch noch eine Cracking Unit? Was kann man da drin machen? Achso, Steam. Quasi reinballern und das angeblich schneller. Okay, aber genau. Hier beispielsweise bin ich am gucken. Weil aus 1000 Millibucket... Ja gut, Nafta ist halt immer das Problem, das brauchen wir nicht in den Mengen. Aktuell machen wir es, glaube ich, hier drüber. Das heißt, aus 2000 Propen wird 1000 Methan. Ja gut, das Verhältnis bleibt hier gleich, also... Ja, wobei, Steamcracked Propan kriegt man mehr Methan raus. In 9 Sekunden, das geht sogar noch ein bisschen langsamer. Ja, ist gleiche Zeit. Nein, ist es nicht, weil der Chemical Reactor schneller läuft. Aber... Kann man den nicht auch mit verschiedenen... Sachen bauen oder so? Nee. Genau, nach dem Rezept hier war ich am gucken. Weil wir brauchen mittlerweile Benzene, wir brauchen Butene, Propane, Methane, Ethylene. Wir brauchen halt fast alles davon, aber wir haben halt immer noch keine Möglichkeit, um Tanks leer zu saugen. Außer natürlich mit einem E-System, aber... Ja gut, das wäre auch eine Alternative. Dass man das Ding einfach baut, dauerhaft Steamcracked Life Fuel reinballert, dann kriegt man ja alles von dem Zeug hier raus. Auch wenn das, ja,
Beispielsweise Methan ist halt viel zu wenig im Verhältnis. Gut, aber andererseits, dafür brauchen wir von anderen Sachen vielleicht nicht so viel. Ja. Dadurch könnte man sich halt theoretisch ein paar Sachen sparen. Also Zwischenschritte sozusagen. Genau, hier beispielsweise bei dem Öl. Ja gut, kriegen wir halt Heavy und Light Fuel raus. Naphtha und das Gas brauchen wir halt gar nicht in den Mengen. Das heißt, das ist eigentlich auch Quatsch. So, Butadiene. Wo kriegt man das raus? Das würde man hier rauskriegen. Das heißt, theoretisch aus Butadini könnten wir dann wieder in eine Cracking Unit reinhauen, könnten dann Hydro draus machen, Distille raus und dann würden wir noch mehr Butene rauskriegen. Also man könnte das dann auch noch weiter verarbeiten, aber ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, das lohnt sich nicht so wirklich. Also, gerade weil wir jetzt halt schon viel, so viele andere Sachen aufgebaut haben. Aber andererseits beispielsweise Benzene brauchen wir halt eigentlich nur, weil wir es weiterverarbeiten. Beispielsweise zu Bisphenol A. Und Bisphenol A, okay, die brauchen wir glaube ich noch nicht, aber Bisphenol A benutzen wir dann wiederum, um Epoxid-Resin zu machen. Ja, und Phenol könnten wir dann aus Wutter gewinnen. Ja, ich glaube, wir lassen das erstmal mit dem. Einfach aus dem Grund, dass ich selber denke, dass einzeln produzieren sinnvoller ist. Ja. Ich gehe einfach davon aus, dass irgendwann, ja, so nächste Woche, übernächste Woche spätestens, halt die beiden Drawer voll sind und dann verbrauchen wir halt kaum noch was davon im Vergleich. Dann verbrauchen wir halt immer nur viel, wenn wir auch viel anfordern. So, und Circuits beispielsweise haben wir jetzt mal eben 100 Stück hergestellt, also nein, nicht Boards, sondern Processor. Ja gut, Processor Assembly kriegen wir halt gerade nicht ran. Genau, weil das halt dafür gebraucht wird und danach wird das dann erst hergestellt. Warum die Electric Pump HV? Achso, läuft gerade noch durch. Okay. Ja. Du zerlegst hier noch fleißig. Dann wie viel. Ja gut, das ist sogar fast durch. Das ist ganz nett. Ja. Heißt, der nächste Schritt wäre jetzt eigentlich entweder die IV-Sachen mal einspeichern. Wobei das halt auch nicht so viel bringt. Weil die Maschinen halt alle die nächsten Prozessoren brauchen. Was sind das für welche? Hier, den beispielsweise. Und was macht man da draus? Das Ding. Ah, und daraus macht man dann den blauen, aber ich würde tatsächlich die Reihe einmal einspeichern, komplett. Und dann sozusagen, ja, stückweise gucken, sage ich jetzt einfach mal. Es ist ja auch unter anderem eine Quest, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, LV sind wir fertig bei MV. Hier, Epoxid Resin Sheet, Epoxid Circuit Board. Und die Dinger müssten eigentlich, glaube ich, nur hier drüben eingespeichert werden, oder? Copperfoil, Sulfuric Acid. Ah, genau, die haben wir hier sogar schon fertig gemacht. Und ich glaube, hier würde dann das reinkommen. Genau. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir das einfach mal. Heißt, wir brauchen ein paar von denen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass die hier reingehen.
Wenn ich mich da nicht auch noch verguckt habe. Resin. Ach, das funktioniert. Das ist nett. Das heißt, das kann man jetzt schon mal eben einspeichern. Einer von denen wird zu einem von denen. Da ist Platz. Dann brauchen wir ein Sheet plus eine Copperfoil. Wovon wir so ein, zwei Stück haben. Wird zu ein von den Boards. Und einfach, damit ich das direkt einspeichern kann, machen wir gleich zwei davon. So. Genau. Dann können wir nämlich das andere rausnehmen und direkt reinschmeißen hier drüben. Sparen wir uns einen Schritt. So, ihr beide rein. Und Epoxy. Da ist es. Das hier rein mit Elektrumfoil und zwar 8 Stück. Das heißt, davon brauche ich nochmal 8. Aber ich kann schon mal einspeichern. Ja, toll, jetzt laufe ich schon wieder zig Kilometer. Also viel hat das Terminal hier in Stellen auch nicht gebracht. Naja. So, Epoxy. Einmal das Ding. Dann das zusammen mit 8 Elektrumfoils werden zum Advanced Circuit Board. Und eigentlich müsste die Quest triggern. Nicht? Jetzt? Jetzt! Okay. Dann habe ich das jetzt wenigstens. Dann einmal da rein. Einmal da rein und wir haben theoretisch die Boards. Dann, was ist das nächste, was wir noch brauchen? Unabhängig davon, dass wir den eigentlich nicht brauchen. Ich glaube, ich shifte es einfach rein und gucke, was haben wir, was nicht. Sollte doch funktionieren so. So, fangen wir einfach... Ach, kann man ja nicht reinschiften. Hehehe. So, die Nano-CPU. Haben wir noch nicht. Weil man... Nano-CPU-Wafer... Was ist das denn noch? Cluster? Okay, das ist ein bisschen teuer, glaube ich, noch. Ja. Ups. Nichts passiert. Ich habe nicht aus Versehen auf F11 gedrückt. So, SMD. Machen wir mal bitte von jedem ein paar, damit ich welche auf Lager habe. So, die werden nicht hergestellt. Gut, dann zwei. 1, 2, 1, 2, 1, 2. So rum. Dann hiervon 2 Stück. Und das Board. Okay, so. Dann brauche ich die